Big sight. New paint. Hook up. Big church. Y'all know how this shit goes. All eyes on me. Buffalo G. Roll up in the club. All eyes on me. All eyes on me. You know what? I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player-hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the funk, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all your skill down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally freed me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get cross later. The future's in my eyes. Cause all I want is cash and things. I fobbed up. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal. Diese Putas haben mich verarscht. Ich werde euch finden und euch umbringen. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Hier ist euer Switchface. Wie ihr schon am Anfang gesehen habt, haben wir ein kleines Filmchen gedreht, ein Carporn noch dazu. Hinter der Kamera ist Dima namens Selecting Productions. Dima, ich küsse deine Augen und dein Herz. Ich weiß noch nicht, wie das sein wird, aber das Video wird auf jeden Fall geisteskrank zu 1 Million%. So Leute, ich habe mir jetzt das Projekt gekauft. Und zwar ist es ein alter 7er BMW. E32, Baujahr 94, das ist einer der letzten gebauten, ist ein Facelift-Modell. Gelaufen ist er 208.000 Kilometer, gekauft habe ich ihn für 6.500, ist genauso wie er da steht. Der hat originale BBS 99 RC-Felgen drauf. Und ja, ich finde halt einen Klassiker viel, viel geiler. Ich hatte ja davor jetzt den 57er F01 mit 449 PS, Baujahr 2013. Den habe ich jetzt verkauft und bin auf Klassik rübergewandert, weil Turbolader war so eine Sache für mich. Der hat nicht das gegeben, was ich wollte, was Sound betrifft. Auf jeden Fall war der auch 4,4 Liter V8 Biturbo und die Biturbolader haben mir halt zu viel Sound geschluckt. Und deswegen bin ich zu einem Sauger rübergewandert. Und ich würde sagen, wir machen mal einen kleinen Soundcheck, dass die Leute mal hören. Und ich möchte jetzt, dass ihr in die Kommentare schreibt, was für ein Motor hier verbaut ist. Das verrate ich euch natürlich erstmal nicht. Hört mal rein.
jeden Fall. Das tut mein Herz immer so schön hochpulsieren. Das tut mir so gut. Das habe ich allerdings von dem anderen leider nicht bekommen. Und bei dem ist es einfach wild. Leute, wir haben hier original von, keine Ahnung, was für ein Baujahr das ist, eine Auspuffanlage ab Cut von G oder G-Power genannt. Die gibt es ja jetzt ja nicht mehr. Die wurden ja umgenannt auf Eisenmann, soweit ich weiß. Falls es falsch sein sollte, korrigiert mich. So weiß ich's. Und ja, was ich bei denen zum Beispiel krass finde, ist schon mal halt der Arsch. Der ist einfach breit und flach, Alter. Guck den mal an. Heftig. Einfach Maschallah. Schöner Arsch. Ja, ansonsten wurde nicht viel gemacht. Da sind gerade Federn drin, deswegen ist er auch ein bisschen tiefer. Ich finde den hinten auf der perfekten Tiefe. Vorne halt hat er noch ein bisschen Spalt zwischen Reifen und Karosse. Und ich habe mir auch schon Fahrwerk bestellt. Da kommt ein Bilstein B8 rein und KAW Federn. Und der wird dann quasi hinten dieselbe Höhe haben. Und vorne wird er ein bisschen runtersacken. Und ja, es ist auch gerade alles eingetragen, so wie er da steht. Und Projekt ist halt schon mal hier drinne. Was passieren wird, das werdet ihr in den anderen Videos sehen natürlich. Das verrate ich euch erstmal noch nicht. Aber ich habe natürlich vor heute sage ich, wo ist mein Deutsch? Ich werde dieses Jahr noch runter die Türkei fahren und lasse dann halt innen komplett alles neu satteln, neu beledern. Sprich Dach in Alcantara machen, Boden schwarz, dann Armatur schwarzes Leder. Und die Sitze muss ich mir noch überlegen, was ich da mache. Auf jeden Fall werden die neu gepolstert, neu beledert. Das ganze Paket. Untenrum werde ich auf jeden Fall auch eisstrahlen lassen, neu versiegeln lassen. Dieses Fahrzeug besitzt so gut wie, also was heißt so gut wie, er hat gar keinen Rost. Überhaupt nicht, weder von den Seiten noch von unten. Und ja, das ist das gute Stück. E32 7er BMW. Erratet welcher Motor. Das war's.